Ich bin der Falk Braun. Ich begrüße Sie zur Sendung Falk Braun unterwegs. Wollen Sie jetzt Geheimnummer gerade eingeben? Oh nee, hau mal ab. Das muss ich jetzt gar nicht haben. Wir haben gar keine Zeit. Ach so. Naja, jedenfalls Falk Braun unterwegs. Heute unsere kleine lustige Sendung. Wollen wir sehen, ob wir in den nächsten Minuten ein bisschen Humor hier vor die Kamera bekommen. Nicht wahr? Ich gucke ab und zu mal. Das stört Sie nicht, ne? Doch. Okay. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wie viel holen Sie? Okay, viel Spaß dann bei der Sendung. Dürfen Sie mal was fragen? Keine Lust. Und zwar, was halten Sie von der Vokulation des Geschäftsjahres 1999? Von wem? Von 1999, die Vokulation. War ja jetzt ganz groß auch am Schlagergeschäft angesprochen und so. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Nee, und Sie? Ich auch nicht. Ja, das ist doch ein ganz großer Begriff, Vokulation. Haben auch überall Tagesschau und so, haben Sie auch böse Zungen von der CDU und so drüber aufgeregt auch. Bin ich überfragt, kann ich nicht. Jetzt bezogen auch auf die Finanzen und so. Die wollen mich verscheißen. Ist richtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja schon so ein bisschen auskennt, aber ich gehe mal von aus, weil es ja gerade in eurem Alter. Die Vokulation des Geschäftsjahres 1999, wie die verlaufen ist für euch. Was? Was halten Sie von der Vokulation des Geschäftsjahres 1999 jetzt zum Millennium hin wieder? Och, kann ich gar nicht zu sagen. Nochmal, müssen Sie mir nochmal richtig übersetzen alles. Na, die Vokulation des Geschäftsjahres 1999 an der Börse. Ach so, da habe ich keine Ahnung von der Börse. Da müssen Sie keine fragen. Er kennt sich aus, ne? Er kennt die, mich mehr aus. Es geht. Ich beschäftige mich nicht mit Börse. Nee, aber Sie haben ja eine Börse in der Tasche, ne? Ja, die ist er. Er macht doch einen Spaß hier drauf. Nee, es geht darum, die Vokulation des Geschäftsjahres 1999, wie es da bei Ihnen aussah gegen 2000. Das Wort kenne ich gar nicht. Vokulation? Huch! Da ist aber was rausgekommen, ey. Was, Vogel? Also für mich, das war nicht gut, weil ich ich habe gar nichts untergenommen. Ach so, ja. Und für mich ist total tabu. Total? Ja. Was und warum? Naja, ich habe nicht teilgenommen, weißt du? Hm? Ja, es gab ja auch was zu gewinnen, ne? Ja. Wie viel? Also nicht so viel, es ist ein bisschen privat. Und was sagt Ihre Frau? Ich bin noch nicht verheiratet. Ach so. Ich bin ledig. Wie? Sie sind erledigt? Ja. Ach so, klar. Okay, schönen Tag noch, ne? Ja, dir auch, danke. Danke, ciao. Wunderschönen guten Morgen. Sind Sie hier das Altstadtröschen? Ja. Also Sie sehen gar nicht so alt aus, ne? Nee. Aber Sie sind es doch. Ich gehöre mir zu, ja. Ach so, es gibt mehrere Altstadtröschen hier. Es sind mehrere da, ja. Kann ich mal noch welche sehen? Sind da noch welche? Ach, noch so ein hübsches Röschen. Hallo, Sie sind auch ein Altstadtröschen. Ja. Ich wollte eigentlich mal fragen, ob ich mir hier so ein Pfirsichherz mal nehmen kann. Ja, natürlich. Können Sie mir das gerade aufmachen? Ich bekomme das so schlecht. Können Sie das auch kommentieren, so ein bisschen, was Sie da machen? Nee, muss nicht sein. Und Sie? Hier auch angestellt? Mhm. Und wie viele Kunden habt ihr am Tag dann? Also mal jetzt nur du? Viele. Wer hat denn am meisten von euch? Weiß ich schon nicht, keine Ahnung. Und wie alt bist du? Wieso? Nur mal so. Nee. Hier sind ja nur Altstadtröschen, ne? Ja. Sie wird ja in einen ungünstigen Moment gekommen. Wir sind gerade beim Renovieren. Ach, Sie sind beim Renovieren. Na, dann dauert mir das hier auch. Ich wollte doch bloß ein Pfirsichherz. Oh ja. Dankeschön. Danke. Oh, sind gleich noch eins. Okay. Hauen wir so rein, ne? Natürlich. Tschüssi. Wunderschönen guten Tag. Dürfen wir Sie mal gerade was fragen? Was möchten Sie denn? Und zwar das Deutsche Gelbinstitut in Frankfurt hat ja jetzt die Farbe Gelb als solches verboten. Und das ist ja jetzt auch im Prinzip am Gelbmarkt das Aus für die Gelbschrankknacker. Oder an Gelbautomaten auch ist ja alles aus. Und jetzt besteht ja nur noch die Möglichkeit, sein Gelb waschen zu lassen in der Gelbwaschanlage. Haben Sie Gelbsorgen oder sind Sie nicht so gelbsüchtig? Oder betreiben Sie keine Gelbwirtschaft? Ne, ich habe überhaupt keine Sorgen mit Gelb. Gelb ist in Ordnung. Sehe ich. Ja. Auch die Tüte? Auch die Tüte. Selbst bei Yellow bin ich. Hallihallo, kann man mal gerade was fragen? Oh, puste mir den Rauch ins Gesicht, ne? Nee, und zwar das Gelbinstitut in Frankfurt hat jetzt beschlossen, sämtliche Gelbmengen vom Markt zu streichen, weil die Farbe Gelb auch verboten ist. Habt ihr schon Gelbsorgen? Gelbsorgen? Ja.
Nein. Und du? Nee, das ist meine Lieblingsfarbe. Echt? Ja. Aber sieht man auch. Ich wollte mal... Was soll das hier sein? Schultern oder Brüste? Das sind Polster. Schulterpolster, dass ich nicht so schmal aus. Weil die hängt das auch so weit vorne hier schon. Da könnte man doch direkt mal... Das hängt doch nicht auf die Schultern. Wo hast du denn deine Brüste zu hängen? So, jetzt sind wir hier vom Modehaus von Nikolaus und wollen wir mal gucken, ob sie mal was von Nikolaus haben, ne? Ja. Ach, hier ist schon. Tag, schön. Guten Tag. Kann ich Ihnen gleich mal... Warum brüllt ihr denn? Ach, ich habe Schwierigkeiten. Ich bin aus Gelsdorf. Tischke ist mein Name. Ja. Ich suche nur für Nikolaus. Ich wollte nur, es ja bald wieder Nikolaus, wollte ich Nikolaus machen. Haben Sie hier auch von Nikolaus? So steht ja draußen dran. So, eine Kleidung. Nein. Oder ein Sack. Nein. Ne? Ein Sack. Nein, habe ich gepackt. Nicht. Hab ich. Und warum schreiben sie dran für Nikolaus und haben dann nicht mal ein Kostüm, muss ich mal fragen jetzt. Weil wir geheim sind. Ach so, ja, sie heißen Nikolaus. So, jetzt ist hier, und jetzt will ich mal hier gibt's Porzellan und Gestecke. Nun will ich mir ein Gesteck holen. Tag schön. Ich wollte mal fragen, Teschke ist nun mein Name, ne? Haben Sie auch Gestecke? Steht ja draußen dran, so, was stand da, hier, Gestecke? Gestecke, ja. Nee, weil meine Frau ist nun gestorben, ne? Und nun wollte ich auf dem Friedhof ein Gesteck legen. Haben Sie auch Gestecke hier? Diese Art von Gestecken finden wir nicht. Was haben Sie denn so an Gestecke? Gestecke keine. Aber Bestecken. Aber eine andere Art von Gestecken haben Sie ja gesagt, ne? Ja, Messer, Gabel, Löffel. Messer. Mhm. Messergesteck. Mhm. Was kommt denn sowas so in der Richtung? Super. Tag schön. 90 Mark. Mögen Sie mir nicht guten Tag sagen? Hallo. Teschke bin ich nämlich. Naja, wenn Sie sowas nicht haben, dann gehe ich wieder, ne? Macht ja nichts. Keine Ursache, ne? Tschüssing. Tschüssing. Kann ich Sie mal was fragen? Ja. Vorab mal, die Mütze passt nicht zum Schal, aber immer was anderes. Und zwar haben wir das Gesundheitsministerium hat jetzt ja beschlossen, 50% aller Krankstellen zu schließen, wegen der hohen Ansteckungsgefahr, weil sich ja immer mehr Pkw-Fahrer bei Krankstellenketten wie Oral oder Anal oder TBC oder so gefährliche Krankheiten, Geschlechtskrankheiten auch überwiegend zuziehen. Was sagen Sie dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Kann man ja doch nicht gehen machen. Na doch, schließen halt, ne? Ja, eben. Schließen, natürlich. Aber das muss ja nur jeder selber entscheiden, ne? Sind Sie, fahren Sie Pkw? Ich fahre auch Pkw. Auch mal an Ankankstellen gewesen bis jetzt? Ja. Und verhüten Sie oder sind Sie auch mal schwanger geworden dabei? Denn? Jetzt bei Anal oder so? Naja, die Preise, ne? Die Preise, die machen sie schaffen. Wem denn? Na, bei den Tankstellen. Kondome sind doch billig heutzutage. Naja, die kriegt man überall. Ja, kriegen Sie auch an Krankstellen direkt? Selbstverständlich. Und bei Oral auch gewesen schon mal? Ja, habe ich auch. Und haben Sie auch Oral? Ja. Und wem? Bei wem? Na, bei Ihrem Bruder oder Sohn oder so? Sohn, ja, ja. Haben Sie Oral gemacht denn? Ja. Nee, ach nein. Sowas nicht. Ach nee, sowas machen wir nicht. Oral ist Zahnpasta. Sind Sie mit dem Pkw schon mal an der Krankstelle gewesen? Nee, ich fahre kein Auto. Wir fahren kein Auto. Ne? Und haben Sie Bekannte, die schon mal an der Krankstelle irgendwie so ein bisschen... Ja, unsere Kinder. Und was meinen Sie, was soll die da? Holen die sich da auch mehr Krankheiten oder verhüten eigentlich die? Eigentlich nicht. Haben sie. Die verhüten, ne? Ja. Wunderschönen guten Tag. Darf ich euch mal was fragen? Und was? Und was? Und zwar, das Bundesgesundheitsministerium hat ja jetzt seit 2000 die Schließung von 50% aller Krankstellen beordert, weil ja die Ansteckungsgefahr immer größer wird an Tankstellenketten wie bei Oral oder Anal oder sowas. Fahrt ihr Auto? Oder eure Eltern oder Freunde, weiß ich? Meine Eltern und ein paar Kumpels. Und denn auch mal, bist du schon mal mit gewesen an so einer Krankstelle? Nö. Noch nie? Nö. Nee. Immer irgendwie bei Aral oder sowas? Achso, bei so einer Tankstelle oder was? Ja, irgendwie oral oder anal, was es alles gibt. Ja, natürlich. Und auch mal krank geworden schon davon oder verhütet? Nö. Oh Gott, ist das so. Du musst dir nicht in den Kopf gehen. Nee, lass mal. Du hast Glitzer am Mund, was hast du denn gegessen? Gar nicht, das ist Lipgloss. Was ist das für ein Glas?
Lipgloss. Achso, okay, dann macht's mal gut, ne? Okay, Leute, ich stehe jetzt hier in luftiger Höhe auf einem der 3 oder 4 oder 5 Speicher hier im Rostocker Stadthafen. Und ich wollte mich jetzt eigentlich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sendung. Und sobald ich hier runterkomme, sehen wir uns wieder bei einer neuen Sendung vielleicht, hoffe ich. Und von da aus gebe ich dann jetzt ab. Dankeschön und ciao.